Es gibt Ärger um die Villa Weiß, besser bekannt als Gottschalk-Villa am Stegener Berg am Ammersee. Christoph Gottschalk, der Bruder des berühmten Moderators, verkaufte das Anwesen vor einigen Jahren. Thomas Gottschalk selbst hatte lange Zeit davor in der Villa gewohnt. Das prächtige Anwesen mit Türmchen wird nun abgerissen. Auf den 25.000 Quadratmetern sollen 9 Luxus-Einfamilienhäusern mit Dachterrassen, Außenkaminen und Pool entstehen. Der stattliche Preis pro Haus liegt bei ca. 5,8 Millionen Euro. Thomas Gottschalk ist sauer auf die neuen Eigentümer, denn auf ihrer Internetseite warben sie mit ihm als Vorbesitzer. Wenn die mich angerufen hätten und mir das Penthouse dafür angeboten hätten, wenn sie das Ding mit meinem Namen verkaufen können, wäre ich vielleicht ins Grübeln gekommen. Aber so ist es eine Sauerei, so Gottschalk zu Bild. Hinzu kommt, für die neuen Villen sollen die Eigentümer nach Bildinformationen fast alle Bäume abgeholzt haben. Zum Unmut der Einwohner und des Bürgermeisters der Gemeinde. Wir hatten extra einen Plan erstellen lassen, welche Bäume stehen bleiben sollten, aber die Eigentümer haben so gut wie alles abgeholzt. Das hat uns sehr geärgert. Rein rechtlich durften sie es, aber moralisch ist es bedenklich, sagte Bürgermeister Walter Bleimeyer zu Bild.